Ja, hallo zusammen. Hier nochmal ein zweiter Versuch. Ich habe gerade versucht, dort am Wasser ein kleines Video aufzunehmen. Wir befinden uns zurzeit in Norwegen und machen hier so eine 14-tägige Rundreise, sage ich mal. Angefangen in Frederikstadt. Das ist immer so mein erster Startpunkt, nachdem ich dann vom Flensburg losgefahren bin. Und das sind dann so 800, 900 Kilometer. Und Frederikstadt ist dann, wie gesagt, das erste richtige Ziel und auch der Start der ganzen Tour. Das Ganze wird dann entlang der Küste voraussichtlich gehen, aber auch über Kongsberg und den Gauster Toppen noch einmal. Und das Ganze wird dann hier jetzt so grob zusammengefasst als ein Video. Wird auch den einen oder anderen Stellplatz geben, so wie jetzt hier, ein kleines Stück außerhalb von Frederikstadt. Putten 1 nennt sich das Ganze, da kann man es finden, wenn da einer Interesse hat, und hier hat auch keiner Problem, wenn man mal eine Nacht steht. Ich gehe jetzt mit der Kamera mal rum, damit man auch was vom Stellplatz sieht. Ich hoffe, es passt noch mit den Geräuschen. So sieht das Ganze dann aus. Das ist der Stellplatz im Grunde. Und wir sind unterwegs mit Heger. So heißt der neue Reisebegleiter. Meine Hope hat eine neue Besitzerin gefunden, die auch sehr glücklich damit ist. Und ich habe mich hier für den Heger entschieden. Der heißt Heger aufgrund seiner Farbe und weil es ja bei den Geschichten mit Wiki, dem Wikinger, da hieß der Vater Heger mit dem roten Bart. Und daher die Namensfindung. Ja, soweit so gut. Wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Und dann kommen jetzt demnächst immer wieder so verschiedene Ausschnitte von Norwegen. Hallöchen. Ja, wie angekündigt, jetzt hier so ein kleiner Ausschnitt vom Gauster Toppen. Wer die Videos regelmäßig schaut, weiß, dass ich hier schon mal war. Aber das ist auch so ein Sehnsuchtsort. Wie im Harz der Brocken ist es in Norwegen halt der Gauster Toppen. Und das ist hier einmal so ein Rundumblick. Und da unten ist extra der Bobbilplatz, wie es hier genannt wird. Direkt unterhalb des Gauster Toppen Wohnmobilstellplatz, der hier kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ohne irgendwelche Sonderleistungen, einfach nur hinstellen, fertig. Das Wetter ist durchwachsen, es liegt noch ein bisschen Schnee. Nachts -2, tagsüber so im Plusbereich, aber nicht nennenswert. Aber bei etwas über 1800 Meter Höhe ja auch kein Wunder. So viel dazu. Das sollte zwar nur so ein Video mit Zusammenschnitten werden, aber jetzt gerade sagte mir meine Partnerin hier, es ist 21:30 und die Sonne scheint gerade hier über die Berge. Das sieht so toll aus, das wollte ich euch nochmal eben gezeigt haben. Und das ist die Belohnung für den Weg nach oben. Und hier nochmal der Blick zur anderen Seite vom Gauster Toppenhaus. Unendlich dieses Land, unendlich schön, unendlich weit. Und mit 1 Grad manchmal auch unendlich kalt. Gerade jetzt im Wind. So, und hier kommt diese Bahn hoch, die dann fast 1800 Meter durch den Berg geht, bis nach unten. Da passen 25 Leute rein. Und dann geht es in diesem geschlossenen System runter. Und so sieht das Ganze hier oben aus. Und so sehen die Kabinen dann aus. Und man geht hier jetzt echt so runter. Ganz gut zu erkennen, glaube ich. Und wir müssen in Kabine 3. Und das wäre dann hier. Oh, perfekt. Moment, wir sind hängen geblieben. Und so kann man dann runterschauen. Ein bisschen erkennt man ja mit dem Licht manchmal.
Und so sieht der Zwischenbahnhof aus, wo man dann einmal umsteigen muss nach 1050 Metern. Und dann geht es nochmal 800 Meter weiter. Und so sah es nach hinten aus. Und mit der geht es jetzt weiter. Ja, Mahlzeit zusammen. Hier seht ihr unseren aktuellen Stellplatz in Haukeli. So heißt das hier. Letztes Jahr war ich auch schon einmal hier in der Ecke. Und zwar sieht es rundum einmal so aus. Wir stehen hier nicht ganz alleine, aber das ändert sich meistens so, weil viele Tagesausflügler, also Norweger selber hier sind, die zu einer Wanderung kommen und dann danach wieder fahren. An dem Wasserfall gegenüber war ich letztes Jahr, da bin ich einmal hochgegangen, das habt ihr bestimmt noch gesehen, wer die Videos hier kennt. Ja, und ansonsten ist es nett, es ist 11 Grad, das Wetter ist immer noch sehr wechselhaft, aber wir sind sehr zufrieden und haben gerade gut gegessen und werden jetzt erstmal ein Päuschen machen. Und so schön wird es auf dem Weg Richtung Sudal. Und auch die Wasserqualität die ganze Zeit schon entlang der Strecke. Schaut selbst. Und hier der Wasserfall ist auch als Trinkwasserquelle ausgewiesen. Das Ganze ist übrigens der Flesepfossen, hatte ich glaube ich gerade noch nicht gesagt. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt am Mosvatnet. Und zwar ist das hier so ein schöner See, wo es auch einen Stau gibt, wenn ich das da richtig verstanden habe, das Norwegische. Und man kann es hier ganz gut aushalten. Das wird unser nächster Stellplatz. Jetzt wundert ihr euch, warum ich hier von Stellplatz zu Stellplatz hopse. Das ist dem geschuldet, dass ich ja keine richtigen Aufnahmen momentan mache, sondern eher ja, die Momente, die ich besonders schön finde, und die Stellplätze sind halt super. Wir haben auch schon wieder dort einen Wasserfall passiert, einige Passstraßen, Serpentinen, die wunderschön waren. Aber dieses Video beschränkt sich wirklich nur auf so ein paar Kleinigkeiten, wie auch schon ganz am Anfang angekündigt. Hier kann man auch noch Boote leihen, da vorne ist so eine Hütte. Wir stehen jetzt hier unterhalb am Wasser. Dort ist ein Sanitärgebäude, auch mit Fähr- und Entsorgung für die Wohnmobile und unter anderem alles wieder kostenlos. Da ist Norwegen also ganz, ganz weit vorne. Das muss man einfach mal sagen. Aber das Hauptargument für den Platz ist halt der See. Da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass das doch ganz okay ist. Und so sieht das Ganze hier aus mit Fährentsorgung und Toiletten. Alles blitzblank, geheizt und heißes Wasser. So, und jetzt geht's rüber Richtung Stavanger mit der Fähre, die hier einmal vor uns seht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man eingeparkt hat. Ein wunderschöner Blick nach drüben. Und jetzt sind wir einmal vorne an der Kante, an der Klappe. Und dann haben wir nochmal einen schönen Blick hier über das Fjord. Hier nochmal einen Blick zur anderen Seite. Das ist so wunderschön. Und man hört nichts auf der Fähre hier, ne? Das ist echt klasse. Rein elektrisch oder mit Gas, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Will ich jetzt nichts Falsches sagen. Doch, jetzt wenn man hier dann hinten nochmal runter geht. Ach, die Fähre kostet übrigens für ein Wohnmobil 6 Meter Länge, 2,60 Meter Höhe, umgerechnet 6,95 Euro. Das interessiert ja den einen oder anderen manchmal auch. Kostet also das gleiche wie vorher der Bulli.
Es ist einfach ein traumhaftes Land. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Wunderschön. Egal was für ein Wetter. Ich habe jetzt kurze Hose und Pullover an. Es sind irgendwie 13, 14 Grad. Aber ich liebe es einfach in Norwegen. So, könnt ihr schon erkennen, wo es heute hingeht? Oder erahnen? Vielleicht jemand, der die letzten Videos schon gesehen hat, erkennt dieses Fleckchen. Die Auflösung kommt gleich. Noch ein kleiner Hinweis. Es ist immer noch Norwegen. So, jetzt müsstet ihr es erkennen, wo ich bin. Oder besser gesagt, wir. Am Preikestolen. Gehört schließlich dazu, wenn man hier in der Region ist. Auch wenn es immer wieder eine Herausforderung ist. Mit den engen Stellen, aber es ist wunderschön. Guten Morgen. Ja, nachdem wir gestern dort drüben auf dem Preikestolen waren, geht es jetzt wieder vom Lysefjord aus weiter. Wir hatten gerade hier so ein bisschen unter der Oberfläche was Weißes, Großes gesehen. Wissen natürlich nicht, ob es jetzt unbedingt ein Wal war oder nicht. Aber die Vermutung ist schon sehr stark, weil es mehrmals zu sehen war, aber ist leider nichts aufgetaucht. Ansonsten wollte ich euch einfach nur noch mal dieses schöne Fleckchen Erde hier zeigen, bevor wir weiterfahren. Ganz bewusst hier noch mal dran lang gefahren, weil ich das von vor 2-3 Jahren kenne. Und es einen der schönsten Aussichtsplätze fand, die so an der Hauptstraße waren. Auch wenn man das in Norwegen wirklich schwer sagen kann, welches der schönste ist. Denn schön ist es hier irgendwie immer. Aber wie immer, selbst entscheiden, ob ihr es schön findet oder nicht. Und erneut geht es auf eine Fähre, und zwar auf die Svelviksund. Und dann fahren wir einmal übers Lysefjord, dort drüben im Grunde entlang des Felsens. Nach einer weiteren kurzen Fahrt, das nächste kleine, große Highlight. Hier kann man es schon ein bisschen erkennen, wo es hingeht. Wir sind jetzt in der Gemeinde oder Kommune Kleppe. Und das Ganze ist hier der Borestranda. Und so sieht's erstmal aus. Riesige Dünen hier zu unserer Linken. Ein herrlicher Strand, wie es im Süden Europas nicht besser sein könnte. Bei doch relativ angenehmen 15 Grad. Das könnte besser sein. Aber wir wollen nicht klagen. Es ist trocken. Es ist eine wunderschöne Aussicht und es ist nahezu kein Wind. Und da kann man das doch echt genießen. Dort in die Richtung auf der kleinen vorgelagerten Insel ein herrlicher Leuchtturm zu erkennen. Daneben ein kleines Fährschiff oder Versorgungsschiff. Und wenn man so rumschwenkt, was im Zoom immer ein bisschen ruckelig ist, aber das kennt ihr ja von mir, kommen dort weitere Schiffe, die gerade herrlich von der Sonne angestrahlt werden. Ganz besonders gut zu erkennen bei dem doch recht großen, Kahn. Und so traumhaft sieht dieser breite Strand mit den Dünen aus. Das Wasser ist so leicht türkisfarben. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt erkennt. Wenn es wirklich ein bisschen wärmer wäre, könnte man sich hier einmal ins Meer stürzen. Aber ihr seht selber, da sieht es nicht ganz so vielversprechend aus. Fast gut, aber nicht unbedingt Badewetter. Aber das Wasser antesten müssen wir trotzdem. Zumindest mal kurz mit den Händen.
Wir mussten gerade feststellen, dass 15 Grad Lufttemperatur und 15 Grad Wassertemperatur gefühlt doch anders sind. Also, daher geht's weiter. So sieht's aus. Es gibt hier ein glutenfreies, alkoholfreies Eisbjornbier. Und auch noch Light. Also das ist im Grunde schon gesund. Dazu eine Sauce Bolognese aus dem Glas heute, frische Paprika und den Reis. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass wir in Frederikstadt am Bobilhafen stehen. Das Ganze kostet 290 Kronen, also ungefähr 25 Euro für 24 Stunden. Und man hat doch eine sehr schöne Aussicht hier. Am Fleck hier Fjord. Ja. Wetter ist heute gut. 17 Grad. Wir gönnen uns heute noch einmal einen Aufenthalt auf dem offiziellen Platz. Und die nächsten Tage ist dann wieder wild. Und so sieht der Platz aus. Im Grunde große geteerte Fläche, man hat's. Aber Toilette, Dusche und Strom inklusive. Wenn es auch nur so ein Container ist. Aber es ist alles sauber und in Ordnung. Mehr braucht man ja im Grunde auch nicht. Man kommt ja nicht hierhin wegen den guten Toiletten, sondern wegen dem tollen Land. Und es ist heute echt schön. T-Shirt, kurze Hose, auch wenn der Himmel gerade ein bisschen anders aussieht. Aber es ist völlig okay. Also der Bobilhafen in Fleckjefjord am Hafen. 290 Kronen kann ich durchaus empfehlen. Und das Drumherum sowieso. So, ihr Lieben, wie ihr jetzt sehen könnt, bin ich mal wieder, oder besser gesagt sind wir mal wieder am Wasser. Leider habe ich es vorhin vergessen, in Lindenes am Leuchtturm, das sogenannte Südkap der Norweger, was zu filmen. Aber wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr ja gerne mal in die anderen Videos schauen, da gibt es ja auch eins Lindenes, Norwegen. Hier jetzt in Mandal ist es durchaus auch immer noch sehr windig. In Lindenes war es vorhin so, dass man nicht mehr aufrecht stehen konnte, ohne weggeboostet zu werden. Aber trotzdem wunderschön bei dem Wetter. Und hier wollte ich euch noch einmal den Strand von Mandal zeigen. Jetzt aus der Innenstadt nicht mehr großartig was. Da gehen wir einfach ein bisschen bummeln und genießen das Wetter. T-Shirt, kurze Hose geht. Daher wird es wieder ganz entspannt werden. Guten Morgen aus Lillesand. 7 Uhr und Regen. Auch das ist Norwegen. Jetzt haben wir ja wirklich schon ein paar Tage echt Glück gehabt. Mit dem Wetter zwar immer sehr wechselhaft, aber größtenteils trocken. Heute soll es angeblich, wie auch die Tage davor eigentlich schon, durchgehend regnen. Aber es sieht vom Himmel her wirklich so aus, als wenn es nicht ganz so goldig wird. Macht aber nichts. Wir haben uns hier Regensachen angezogen, Schirm genommen und werden trotzdem weiter genießen. Weil letztendlich kann man es nicht wetterabhängig machen, dann darf man ja gar nicht mehr reisen. Weil entweder ist es zu heiß oder zu kalt oder zu nass. Irgendwas ist immer. Deswegen das Beste draus machen, so wie jetzt hier diese kleine Runde durch den Hafen. Hier noch ein kleiner Blick auf das Partyschiff. MS Björvika, würde ich sagen. Sieht toll aus, aber wir haben mittlerweile so nasse Füße, dass wir jetzt schon wieder zurückgehen werden. Und dort noch einmal das Wahrzeichen der Stadt. Lillesand. Wer braucht Hollywood, wenn er Lillesand haben kann? So, hier haben wir jetzt die Fähre, die von Horten nach Moss rübersetzt, damit wir wieder Richtung Frederikstadt kommen. Das Ganze kostet fürs Wohnmobil bis 6 Meter, bis 3,5 Tonnen und 2,60 Meter Höhe 277 Kronen, was mehr oder weniger 25 Euro sind für eine halbstündige Überfahrt. Also im Grunde fast geschenkt.
Aber ja, und so sieht das Ganze unterwegs aus. Es ist heute ein bisschen mehr Wellengang, ein bisschen mehr Wind. Aber ihr seht es am Himmel, es ist traumhaft schön. So, da sieht es gar nicht so begeisternd aus, aber wir sind auf der Rückfahrt und in Malmö am Hafen auf einem offiziellen Stellplatz. Kostet 300 schwedische Kronen. Auch wenn man hier in zweiter Reihe steht, ist es wunderschön, so Richtung Wasser zu schauen. Wir schauen jetzt im Grunde genauso, wie ihr es hier in der Kamera seht. Und das ist herrlich. In diesen 300 schwedischen Kronen ist der Strom mit drin, das Duschen, die Toilette, Fähr- und Entsorgung, alles was so dazugehört. Dort sieht man gerade eine Fähre rausfahren. Auch sehr schön. Es sind noch 17 Grad um 18 Uhr. Und leicht windig. Aber es ist okay. Die Sonne ist noch so ein bisschen da, immer mal wieder hinter Schleierwolken, wie ihr auch gut sehen könnt, denke ich. Und dort hat man einen Blick Richtung Öresundbrücke. Dort, wunderschön. Und mit diesen Bildern hier aus Malmö möchte ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses Video, wenn es mal wieder ganz anders war als sonst, gefallen. Und ja, hoffe einfach, dass ich demnächst wieder mehr Möglichkeiten habe zu filmen. Danke, dass ihr trotzdem weiterschaut und ja, bei meinem Kanal bleibt. Dankeschön. Macht's gut, euer Markus.